Liebe Freundinnen, vergangene Woche hat nach über 3 Jahren das Stuttgarter Verwaltungsgericht geurteilt, dass die Einkesselung der Demonstranten und Platzverweise vom 25.01.2011 bei einer als Blockadefrühstück bekannt gemachten spontanen Kundgebung rechtswidrig war. Geklagt hatten 2 Mitstreiter unserer Bewegung. Das Gericht hat der Auffassung der Polizei widersprochen, dass das damalige am 25.01. keine grundgesetzlich geschützte Versammlung gewesen sei, sondern eine sogenannte Verhinderungsblockade. Das ist ein Erfolg für uns und für die Versammlungsfreiheit. Das Verwaltungsgericht hat allerdings Berufung zugelassen. Wir wissen noch nicht, ob das Land, genauer das Polizeipräsidium, in Berufung gehen wird oder nicht. Verzichten Sie darauf, beziehungsweise bestätigt die Berufungsinstanz das Urteil, dann handelt es sich bei einer solchen Aktion um Versammlungen, die unter die verfassungsrechtlichen geschützten Versammlungsfreiheit fallen. Maßnahmen des Polizeirechts sind dann erst nach ausdrücklicher Auflösung der Versammlung zulässig. Nach den Erfahrungen, die wir inzwischen hier in Stuttgart gemacht haben, wäre das eine höchst überfällige Stärkung für den Protest auf Polizei gegen Knüppel aus dem Sack wünschen. Für das Recht auf Versammlungsfreiheit und vielleicht sogar eine Absicherung für die Polizei gegen Knüppel aus dem Sack Wünsche aus der Politik, Marke Mappus. Wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Vor der Hacke ist es bekanntlich nicht nur dunkel, sondern manchmal auch feucht. Diese Erfahrung müssen nun die Möchtegern-Tunnelbohrer am Wangener Zwischenangriff machen. Es tritt mehr Wasser aus den Gesteinsschichten, als vom Gutachter her zu erwarten gewesen wäre. Sagt Redenstein, der Leiter des Planungsabschnitts 1.6a. Ja, so ist es halt, wenn man sich auf Gefälligkeitsgutachten verlässt. Bisheriger Zeitverzug 4 Wochen. Am vergangenen Samstag habe ich an dem von den Nordlichtern mit den Experten Dr. Ingenieur Hans-Jörg Jäkel toll organisierten Rundgang durchs Nordbahnhofsviertel teilgenommen. Die Baulogistikstraße, die eigentlich vor Beginn aller Baumaßnahmen fertiggestellt sein sollte, Fehlanzeige. Lärmschutzwände zu den Wohnvierteln, Fehlanzeige. Eine Verladebrücke, die Erdaushub direkt auf die Eisenbahnwaggons laden sollte, steht zwar, wenn bisher Dreck verladen wurde, geschah dies aber unter Staubentwicklung umständlich mit einem Radlader. Aushängenden Plänen kann man entnehmen, dass einzelne Baumaßnahmen zum Teil Monate und Jahre hinter den selbstgesteckten Zielen hinterherhinken. Was recht gut funktioniert, ist Lärm und Dreck durch hunderte von LKWs in Wohngebieten zu jeder Tages- und Nachtzeit. Einschreiten von Politik und Verwaltung, Fehlanzeige. Die Bahn, ein Staat im Staate. Ein besonderer Schildbürgerstreich stellt die geplante Verkehrsführung auf der Wolframstraße Richtung Heilbronner Straße dar. Weil hier der neue S-Bahn-Tunnel 2,50 Meter über Fahrbahnniveau quert, muss er in einer abenteuerlichen Schleife links und rechts umfahren werden. Ein Ärgernis nicht nur für Autofahrer, Fuß- und Radwege fallen ganz weg. Wo ist hier die versprochene Stadtteilzusammenführung, wenn Anwohner nicht mehr, zu Fuß in den Schlossgarten kommen können? Nach einem Beschwerdebrief an das Polizeipräsidium Stuttgart, geschrieben von einem Mitglied der Seniorengruppe über Behinderungen beim Verteilen von Flyern zur Streckenstilllegung von Stadtbahnlinien, hat die Polizei nun geantwortet und das Fraport-Urteil bestätigt. Flugblätter dürfen auch in Stadtbahnen und an Haltestellen verteilt werden. Holen Sie sich daher bitte von der Mahnwache Flyer und informieren Sie die Fahrgäste über das drohende Chaos. An der Mahnwache gibt es auch eine neue Landmarke zu sehen. Die Stadtzerstörung des Stuttgart 21, sie wird immer offensichtlicher. Blaue Rohre verschandeln das Stadtbild, das Wasser aus ihnen verseucht das Grundwasser,
Baustellen an allen Ecken und Enden. Doch lassen wir uns davon nicht verunsichern. Der Baufortschritt ist gering. S21 bleibt umkehrbar. Deshalb haben die Parkschützer gut sichtbar am Anfang der Königstraße eine 4,50 Meter hohe Baufortschrittspegelsäule aufgestellt. Von den insgesamt 62 zu bohrenden Kilometertunneln sind 4 Jahre nach Baubeginn gerade mal 800 gegraben. Dies entspricht nur 1,3% der Gesamtstrecke. Es lohnt sich also durchaus noch, das Projekt zu beerdigen und hernach Stuttgart mit regionalen Champignons aus den aufgelassenen Tunneln zu versorgen. Einen interessierten Züchter hätte ich schon. Doch nicht nur Stuttgart ärgert sich über Murks, Dilettantismus und Kostensteigerungen auf Großbaustellen. Die Berliner Flughafengesellschaft musste zugeben, weitere 1,4 Milliarden Euro zur Fertigstellung vom BER zu benötigen. Knackpunkt: ein nicht genehmigungsfähiges Entrauchungskonzept. Statt weiter zu pfuschen, muss die Gesellschaft erstmal einen neuen Technikchef besorgen. Der bisherige wurde unter Korruptionsverdacht entlassen. Auch in Berlin stehen die offiziellen Verlautbarungen zur Fertigstellung im krassen Widerspruch zur Realität. Fertige Zuglaufschilder und Flugpläne, die die Eröffnung im Juni 2012 schwarz auf weiß ankündigten, sind Zeugen einer selbstüberschätzten Großmannssucht, deren Versprechungen am Ende wie Seifenblasen, wie aus diesem BER-Werbegeschenk-Kugelschreiber zerplatzen. Geht auch nicht. Ich lasse es mal rumgehen, da kann dann jeder sich von dem Block ein Blatt abreißen, damit auch ja weiß, wann BER fertiggestellt wurde. Und vielleicht könnt ihr das mit den Seifenblasen besser als ich. Ja, das liebe Geld. Auch das ursprüngliche Geschenk Stuttgart 21 wird, wen wundert's, immer teurer. Einem Bericht des Handelsblattes vom vergangenen Dienstag zufolge soll bereits nach einem Jahr ein Viertel des 2 Milliarden Euro teuren Risikopuffers verbraucht sein. Schrumpft die Reserve in diesem Tempo weiter, braucht die Bahn spätestens Mitte 2017 neues Geld. Und da das Projekt frühestens 2021 fertiggestellt sein wird, werden wohl noch weitere Milliarden benötigt werden. Ich sage Schluss mit diesen öffentlichen Gelderverbrennungsmaschinen in Stuttgart, Berlin, Sao Paulo und überall. Und nun freue ich mich, dass La Rondeña, das sind Robert Rateike, Gitarre und Gesang, Solveig Obuth, Rezitation und Alexandra Simon Rateike, Gesang und Tanz, an diesem schönen Sommerabend erneut